Ja, wir ziehen jetzt hier in unserer Baustelle um. Wir bringen jetzt dieses Wagengestell in die Vorsicht der Pfosten. Stopp. Mehr rein da. Ja, wir kommen hier in den Pfosten vorbei. Ist gut. Achtung, jetzt passt. Genau. Also wir fahren jetzt dieses ganze Wagengestell wieder mit einem Anhänger, also einem schönen Tieflader, in diese Werkstatthalle. Hier lang ziehen. Um den Aufbau zu machen. Entschuldige. Ja, ich muss dir nur mal erzählen, was wir hier machen. Alles. Sonst fragen die sich, warum wir hier so einen Ast arbeiten und kein Mensch weiß wieso. So, pass auf. So, da hinten steht schon der Anhänger. Weiter. Da muss der jetzt drauf. Oh. Ja, komm, mach, Junge! Ja, ich kann nicht weiter, ah, mir tut der Rücken weh! Schläg mich doch am Arsch, weißt du das? Jedes Mal das Gleiche. Ja, ey, Ralle, wenn's hier hinten staubt. Mal, wenn wir beide, ich hier die Hauptarbeit mache, Ralf, da muss lenken, da muss ich mich auf dich verlassen. Ja, Ralle, aber wenn der Rücken weh tut, tut der Rücken weh. Ja, dann fahr doch nach Hause. Du schiebst mit drei Mann, aber was nützt dir das im Endeffekt, wenn nur zwei schieben? Ne? Und der Dritte nur am Labern und am Rumtouren ist oder sonst was. Ich kann nicht, oh, mein Rücken, und das sind die gesehen. Ja, dann soll er doch zu Hause bleiben oder sonst was. Ne? Also wenn ich das vom Anfang an gewusst hätte, dann hätte ich einmal richtig Schwung geholt mit dem Ralf, ne? Und dann wäre die Karre drauf gewesen. Ich schieb doch. Leg mir am Arsch. Hör auf. Stopp. Oh, das kann. Vorsicht, der rollt runter. Ja, natürlich rollt er runter. Ich habe aber noch richtig gelenkt hier. So, das zieh ihn noch mal eben weiter. Das geht auch ins Kreuz. Ach, komm. Was machst du denn jetzt schon wieder? Ja, hier Rücken entspannen. Das macht er jedes Mal, das hat er immer gemacht. Jedes Mal, weil das auch gut ist. Deswegen jedes Mal. Ja, wie? Aber wenn es doch nicht hilft.